Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 bei Hertha BSC. Anstoß im Olympiastadion in Berlin ist am Freitag um 20.30 Uhr. Bis dato gab es diese Partie 51 Mal, 43 Mal davon in der Bundesliga, 8 Mal in der zweiten Liga. Die Bilanz hat sich seit dem 1:3 im Hinspiel leicht in Richtung Hertha geneigt. 19 VfL-Siege, 12 Unentschieden, 20 Niederlagen. Die Bilanz in Berlin bei 25 Spielen ist ausbaufähig auf jeden Fall. Da gab es bis dato nur 3 Siege, 8 Unentschieden und 14 Niederlagen. Letztes Spiel in Berlin ist schon ein bisschen her. 2013 war das in der zweiten Bundesliga. Der letzte Punkt in Berlin ist noch ein bisschen länger her. Das war ein 0:0 im Jahr 2010. Und der letzte Sieg in Berlin, da werden sich jetzt wirklich nur noch die Älteren dran erinnern, ein 2:0 1995 in der zweiten Liga, beziehungsweise ein 4:2 1991 in der Bundesliga. Aus dem Bereich Ehemalige auf Bochumer Seite 3, auf Berliner Seite 0. Eduard Löwen, ausgeliehen von der Hertha, ganz klar. Markus Gellhaus und Darius Wosch auf unserer Seite sind diejenigen, die schon mal im Hertha-Trikot unterwegs waren. Wie gesagt, auf der Gegenseite haben wir erstmal nichts gefunden in puncto Zuschauer. Anwesende sind zugelassen 3.100 Tickets davon erhält der VfL. Die Modalitäten haben wir bereits bekannt gegeben. Und damit wären wir beim Podium bei Cheftrainer Thomas Reis, der an meiner Seite ist. Und wie immer erstmal die Abfrage in Sachen Personal. Auf meinem Zettel stehen Simon Zoller, Toto Lucia, Erhan Maschowitsch und Danny Blum als nicht einsatzfähig fürs Berlin-Spiel. Stimmt das so und ist noch jemand dazugekommen? Ja, erstmal schönen guten Tag. Paul Grave ist ja auch noch mit dabei, der noch nicht einsatzfähig ist. Ansonsten kann ich den Kader auf jeden Fall bestücken. Gut. Das ist sehr schön. Und damit seid ihr dran. Einen virtuellen Daumen oder ein virtuelles Handzeichen wäre hilfreich, da ich nicht alle derzeit sehen kann. So richtig virtuell fängt der Günther dann an. Günther Pohl von Radio Bochum. Hallo Thomas, hallo liebe Kollegen, hallo Jens. Losilla fällt aus, das Herzstück des VfL Bochum. Kandidaten sind Osterhage oder Tesche. Was spricht für den einen, was spricht für den anderen? Oder hast du noch einen Plan C? Ja, ich habe mehrere Pläne im Kopf. Klar fehlt mir mit Toto, so wie du sagst, das Herzstück. Deswegen machen wir eine kleine Transplantation und werden ein neues Herz in die Mannschaft mit reinbringen. Und wer es dann letztendlich sein wird, werden wir dann schauen. Wir wissen, was wir an Robert Tesche haben. Er hat in der zweiten Liga sehr viel dazu beigetragen, dass wir ja überhaupt in die erste Liga aufgestiegen sind. Paddy Aussage ist ein sehr, sehr junger Spieler. Ich bezeichne ihn ja auch immer als den jungen Lucia, der auch überall helfen will. Dann würde es noch weitere Optionen geben. Klar ist jetzt Edo Löwen nicht der typische Sechser. Wir haben mal mit Elvis Redpitschei, die alle im zentralen Mittelfeld spielen. Also da werden wir auf jeden Fall eine gute Formation finden, die imstande ist, auch in Berlin zu bestehen. Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten als Nächster. Ja, direkt daran anknüpfen. Zwei Fragen. Zum einen, wie geht es Toto Lucia und Erhan Masovic? Geht es den beiden weiterhin den Umständen entsprechend gut? Und die zweite Frage, Robert Tesche hat ja jetzt in der Bundesliga in dieser Saison noch nicht so viele Einsätze gehabt, gerade zuletzt. Woran liegt das, dass es für ihn in dieser Saison etwas schwieriger geworden ist? Also zur ersten Frage, beiden geht es den Umständen entsprechend gut. War natürlich schon irgendwo ein bisschen ein Schock. Ist klar, wenn der Kapitän und auch Erhan, der ja auch gezeigt hat, dass er jederzeit in der Lage ist, zum Stammpersonal zu gehören, wenn beide Spieler ausfallen. Weil auch Erhan wäre ein Kandidat gewesen, der die zentrale Mittelfeldposition hätte ausführen können. Bei Robert habe ich ja schon versucht, natürlich habe ich mit ihm auch persönlich Gespräche geführt oder vor kurzem auch noch. Ist natürlich sehr, sehr schwierig gewesen, weil du steigst in die Bundesliga auf, hast das Spiel in Wolfsburg und im Endeffekt bist du noch gar nicht richtig auf dem Platz, bist schon wieder unten. Das war Punkt 1 mit der roten Karte, dann hat er pausiert, dann kam er zurück und da waren wir ja noch in dieser Findungsphase, wo ich immer gesagt habe, dass die wahrscheinlich stattfinden wird, wo wir leider Spiele abgeliefert haben, die nicht so gut waren, wo wir sehr viel Lehrgeld bezahlt haben. Und ich habe aber auch gesagt, dass ich es natürlich nicht nur an ein oder zwei Spielern festmachen möchte, aber wir haben dann irgendwann ein Konstrukt gefunden, wo wir gesagt haben, ja, das passt. Dann kam leider eine Geschichte dazu, die ihn längerfristig außer Gefecht gesetzt hat, sodass er auch in seinem Alter keinen richtigen Rhythmus in der Saison hatte. Und ja, es ist dann so, dass wie gesagt, im Mittelfeld wir uns da auch entwickelt haben, die Jungs ordentliche Leistung abgerufen haben. Und dann ist es natürlich umso bitterer auch für ihn, wenn du als, ja,
sehr wichtiger Spieler und ich bezeichne ihn trotzdem noch als wichtig, weil er sehr viel Erfahrung hat, dann aber nicht diese Spielzeit bekommst. Jetzt könnte es sein, dass er vielleicht mal Spielzeit bekommt und dann hoffe ich, wenn es so sein sollte, dass er dann das abrufen wird und kann, was er schon gezeigt hat. Und deswegen schauen wir mal, ob es letztendlich dazu kommen wird. Günther Pohl ist dann wieder an der Reihe. Erstmal Jens, zwischendurch gibt es massive Tonstörungen. Ich weiß nicht, ob das bei den Kollegen genauso ist. Jetzt ist alles im Moment in Ordnung. Und deshalb die nächste Frage an den Trainer. Thomas, im Hinspiel habt ihr in allen fußballmessbaren Zahlen aus seiner Laufleistung die Nase vorn gehabt. In keinem anderen Spiel, glaube ich, bisher in der Bundesliga. Trotzdem habt ihr das Spiel mit 1-3 verloren. Welche Lehren hast du aus diesem Spiel gezogen und wie hat sich Hertha verändert, um dieses Spiel überhaupt noch was daraus mitzunehmen? Ich habe es ja auch jetzt nochmal bezeichnet als eigentlich die bitterste Niederlage, weil wir mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft an diesem Tag waren. Aber das war genau in dem Prozess, wo wir halt leider viel Lehrgeld bezahlt haben, individuelle Fehler entscheidend waren, um Spiele auch zu verlieren. Und Hertha an diesem Tag dann auch mit Serdar einen Spieler hatte, der halt einfach seine Qualität gezeigt hat und uns da ein oder zwei Tore eingeschenkt hat. Danach wissen wir selber, dass da nochmal ein Spiel kam, wo wir nochmal etwas höher verloren haben und man aber trotzdem gemerkt, dass die Mannschaft danach sich dementsprechend entwickelt hat, dass wir die Stabilität bekommen haben, dass wir auch irgendwo gelernt haben. Das war ja auch nicht einfach, wenn du in der zweiten Liga bist, alles sehr positiv läuft, nach Rückschlägen bist du sofort wiedergekommen. Das war auch eine Phase dann in der ersten Liga, wo du halt mehrere Spiele verloren hast, auch das musst du erstmal lernen, das irgendwo wieder mitzuerleben, leider oder mit. Um dann damit es selber auszumachen, da wieder rauszukommen. Und Hertha hat sich in dem Sinn verändert. Sie haben unter Paul Dardai relativ schnell, zügig nach vorne gespielt, eigentlich sehr, sehr schnörkellos. Jetzt unter Taifun Korkut, was wir jetzt so gesehen haben in den Spielen, versuchen sie schon Fußball zu spielen von hinten raus. Sind auch teilweise risikobehaftet, machen es aber relativ gut, haben ein gutes Umschaltspiel. Sie stehen meistens im Mittelfeld sehr kompakt. Und das ist auch eine Gefahr, die Hertha dann ausstrahlt, dass er sehr schnell umschaltet, um dann zum Torerfolg zu kommen. Also sie haben sich fußballerisch dementsprechend ein bisschen verändert. Auch da hat man aber gesehen, Grundordnung variiert auch schon mal ein bisschen, haben sie auch ein bisschen mal einen Gegner angeglichen, gerade in München. Und wir sind wieder auf alles vorbereitet, aber das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Aber eins ist auch klar, dass wir im Moment vor Hertha stehen und das hätte wahrscheinlich vor der Saison keiner geglaubt, wahrscheinlich auch Hertha nicht. Und die Drucksituation ist für beide Mannschaften da, weil wir wollen natürlich Punkte sammeln, um unser Ziel zu erreichen. Aber Hertha ist natürlich auch unter Druck, weil sie wissen, wenn sie nicht erfolgreich sind gegen uns, dass es auch sehr schwer werden kann für sie. Ich habe noch mal eine Anschlussfrage, Thomas, damit ich gleich wieder den Knopf drücken muss. Thomas, die Hertha-Abwehr ist die zweitschlechteste der Bundesliga mit 42 Gegentoren. Ist für dich ein Ansatz, auf den du deine Spielphilosophie einfließen lässt? Das könnte ja bedeuten, dass man in Berlin vielleicht ein bisschen mutiger spielen sollte, als man das vielleicht spielt in Leverkusen oder in Gladbach oder bei anderen Vereinen. Also ich bin jetzt nicht ganz der Meinung, dass wir bisher nicht mutig gespielt haben. Also ich fand schon, dass wir in Leverkusen genauso mutig waren und es kommt immer auf den Gegner drauf an. Wir wollen natürlich versuchen, unsere Spielphilosophie in jedem Spiel durchzusetzen. Und wir wissen, dass wir einfach eine Dynamik haben. Wir wissen, dass wir immer oder wir wollen immer in den Rücken des Gegners oder in der gegnerische Abwehr kommen und das ist genauso ein Ziel, weil alles das, was Hertha auch gut macht, irgendwo gibt es ja auch ein paar Lücken und die wollen wir natürlich versuchen zu finden. Also nochmal, sie stehen sehr kompakt, es wird fußballerisch sehr schwer durch diese Kompaktheit durchzukommen, aber es werden sich trotzdem Räume geben, die wir einfach finden müssen. Wir wollen in jedem Spiel mutig sein, wir wollen wieder in die Tiefe kommen und das ist auch das Ziel und der sogenannte Plan, wie wir gegen Hertha dann auch auftreten wollen. Kurze Rückmeldung, also die Tonproblematik funktioniert beiderseits und scheint sich dann in der individuellen Verbindung zu dir zu bestehen. Die Kollegen haben zumindest vorhin bestätigt, dass von unserer Seite aus alles ganz gut rausgeht. Doppelpass, machen wir weiter. Philipp Rentsch ist dann wieder dran. Ja, wir haben heute den 2. Februar. Der VfL hat ja vorhin noch einen Abgang verkündet. Die Transferperiode ist vorbei. Wie fällt denn die Bilanz aus Trainersicht aus? Es hat sich ja ein bisschen was auch im Kader getan, gerade im Sturm. Im Mittelfeld gab es noch Überlegungen, jemanden dazu zu holen. Da ist jetzt niemand mehr gekommen. Wie schaut es aus? Wie bewertet der Trainer das Ganze? Ich bewerte es natürlich gut. Sie ist jetzt auch nicht da. Also ich kann jetzt auch nichts Falsches sagen.
Wir sind absolut natürlich einverstanden. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Kader verstärken können, wie wir den Kader verändern können. Und ja, es sind jetzt auch Spieler gewesen, die den Verein verlassen haben, wo ich mich trotzdem auch hier nochmal in aller Öffentlichkeit für die Leistung, für das Engagement bedanke, auch wenn sie nicht regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Und ich wünsche natürlich auch dahingehend alles Gute, dass sie ihren fußballerischen Weg hoffentlich erfolgreicher gestalten. Wir wollten den Kader verkleinern. Wir haben mit den Spielern wie immer sehr offen gesprochen. Da sind wir natürlich froh, dass der eine oder andere einen Verein gefunden hat, um den Kader ein bisschen kleiner zu machen. Wir konnten mit Jürgen Lokadia einen dazu bekommen, wo wir gesagt haben, den kriegst du auch nicht alle Tage, der unseren Kader einfach verstärkt, weil wir auch Stürmer abgegeben haben. Und von der Seite bin ich absolut zufrieden. Und ich habe schon öfters gesagt, dass ich persönlich nicht ein Freund von bin, 5, 6 neue Spieler zu holen, weil du da auch das Mannschaftsgefüge durcheinander bringen kannst. Ich habe jetzt auch da keinen Grund gesehen, weil wir funktionieren als Mannschaft. Die Mannschaft hat sich gefunden, es hat sich eine Hierarchie, bildet sich sowieso immer in der Mannschaft. Jedes Jahr eigentlich irgendwo neu, wenn neue Spieler dazukommen. Und von der Seite bin ich absolut einverstanden und wir werden auch mit diesem Kader hoffentlich weiterhin Erfolg haben. Weitere Fragen eurerseits? Es meldet sich keine Hand, keine virtuelle, eine reale. Ah, Günther nochmal. Günther Pohl. Thomas, Hertha BSC hat ja im Gegensatz zu euch doch noch von der Papierform her richtig aufgerüstet. Weil das ja auch sehr kurz passiert, glaubst du, dass das schon Einfluss haben wird auf das Spiel am Freitag oder glaubst du, dass du da von Überraschungen noch verschont bleibst? Also du warst jetzt sehr abgehakt, aber ich habe so einigermaßen das verstanden. Also klar ist, ja, sie konnten neue Spieler verpflichten, aber es war nicht der Einzelverein, der neue Spieler verpflichten kann. Deswegen sage ich ja auch, man sieht, was für Möglichkeiten andere Mannschaften haben. Sie haben Spieler geholt, die ja, wovon man ausgehen kann, dass vielleicht ein Kempf, der aus Stuttgart gekommen ist, vielleicht von Anfang an spielt. Sie haben mit Lee einen sehr dynamischen, sehr quirligen Spieler geholt, der aber jetzt auch noch mit Südkorea unterwegs war, noch gar nicht trainiert hat. Und da stellt sich auch die Frage, wir haben ja das ähnliche Problem manchmal mit Asano, der ja auch noch zum Einsatz gekommen ist, ob er dann zum Einsatz kommt. Sie haben ja mit Björk Kahn, also ich hoffe, dass ich ihn auch richtig ausspreche, den Namen. Wenn nicht, dann bitte ich jetzt schon um Entschuldigung. Auch ein Spieler, der jetzt schon gespielt hat, der eine große Robustheit hat. Auch er könnte theoretisch auf der linken Seite auflaufen. Dann ist ja noch ein junger Spieler, der noch einen Kreuzbandriss hat. Also ich denke, dass maximal einer, vielleicht zwei auflaufen könnten. Natürlich hat man sich mit den Spielern beschäftigt, dass man zumindest Videomaterial sich angeschaut hat. Was zeichnet diese Jungs aus? Und dann werden wir schauen, ob es definitiv am Freitag so sein wird. Neuerliche Frage, ob von eurer Seite noch Redebedarf besteht. Nach dieser kurzen Gunstpause würde ich sagen, besteht nicht. Besten Dank fürs Interesse. Den einen oder anderen sehen wir dann am Freitag, Anstoß 20:30 Uhr, wenn der VfL bei der Hertha zu Gast ist.